Donau 3 FM. Schwaben hält zusammen. Made in Schwaben. Donau 3 FM. Das Wichtigste, was wir besitzen, das sind unsere Kinder. Der Waldkindergarten Biberach, der startet jetzt in sein viertes Kindergartenjahr seit seiner Eröffnung im Jahr 2018. Die Arbeit und das Konzept der Waldbiber haben sich etabliert und bewährt. Die Nachfrage ist sehr groß. Jetzt soll die Biberacher Erfolgsgeschichte weiterentwickelt werden. Jasmin Gulde, Vorsitzende des Trägervereins der Waldbiber. Erstmal, was muss ich mir denn unter einem Waldkindergarten überhaupt vorstellen? Waldkindergarten ist ganz einfach. Ein Kindergarten die ganze Zeit draußen, ohne festes Haus, draußen im Wald, in der Natur. Das ganze Jahr, im Frühling, Sommer, Herbst, Winter, einfach draußen sein mit den Kindern in der Natur. Wir leben die Wald- und Naturpädagogik mit den Kindern. Jetzt soll der Kindergartenplatz weiterentwickelt werden. Eine Spendenaktion wurde dafür gestartet. Wo genau brauchen die Waldbiber denn Unterstützung? Unser Kindergarten läuft als Elterninitiative im Ehrenamt. Wir sind der Träger, Mamas, Papas im Ehrenamt. Das heißt, alles, was wir da draußen machen, machen wir selber als Eltern. Und wir planen jetzt keinen großen Platzumbau. Unser Konzept hat sich bewährt. Wir sind gefragt wie noch nie. Und da haben wir jetzt einfach aus den letzten 3 Jahren gelernt und wollen uns da ein bisschen vergrößern und auch unser Konzept anpassen. Wir schaffen alles in Eigenleistung und wir kaufen ein Material, Holz. Wir bauen ein neues Tipi. Und genau da brauchen wir Unterstützung. Alle Arbeiten werden also von den Mitgliedern des gemeinnützigen Trägervereins und den Waldbiber-Eltern in Eigenleistung und ehrenamtlich getätigt. Tolle Sache, Hut ab. Das ist ein ganz, ganz tolles Projekt mit ganz viel Liebe und Eigenarbeit und wir freuen uns über jede Art der Unterstützung. Ob sie uns eine Pfanne kaufen wollen oder uns gerne einfach ein bisschen eine finanzielle Unterstützung geben, wir freuen uns. Vielen Dank, Jasmin Gulde, Vorsitzende des Trägervereins der Waldbiber. Sie haben es gehört, die Waldbiber brauchen Ihre Unterstützung und Sie wissen ja, Schwaben hält zusammen. Alle Infos zum Waldkindergarten Biberach und zum Spendenaufruf der Waldbiber finden Sie auf donau3fm.de. Ich bin Paolo Percocco, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Donau 3 FM, Schwaben hält zusammen. Made in Schwaben.